Moin und herzlich willkommen. Neue Saison, neue VBL und damit natürlich auch eine neue VBL-Show. Wie ihr auf unseren diversen Kanälen bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir einige neue Gesichter im HSV eSports-Team und die wollen wir euch im Rahmen der HSV-VBL-Show natürlich vorstellen. Bereits in der vergangenen Saison waren unsere eSports-Profis in der virtuellen Bundesliga am Start. Darauf wollen wir zurückschauen, wollen aber natürlich auch vorausblicken auf die kommende Saison. Wir sprechen heute mit unseren beiden Profi-Neuzugängen, Chrissy und Leon, und haben am Ende der Show natürlich auch wieder einen Stargast dabei. Das ist heute Sonny Kittel, der selber auch gerne an der Konsole zockt und dementsprechend der optimale Gesprächspartner für uns ist. Bevor wir mit Sonny schnacken, möchte ich aber erstmal meine beiden Gäste heute begrüßen. Moin Jungs. Moin. Chrissy, du warst in der vergangenen Saison für Hannover 96 an der Konsole aktiv. Fass doch mal deine Saison zusammen und erklär, wie es zum Wechsel gekommen ist. Also ich sag mal so, bei Hannover haben wir halt eine gute Saison gespielt. Es fing relativ schwierig an. Wir hatten so ein bisschen Probleme, Fuß zu fassen in der Liga. Und ja, mit der Zeit konnten wir uns ein bisschen etablieren. Hatten auch den ersten Spieltag beim HSV, den wir halt verloren hatten. Und haben uns dann relativ schnell aufgerafft und dann am Ende auch mit Saisonplatz 5 unser Ziel erreicht und damit auch das Grand Final. Leon, du hast dich letztes Jahr über die Open Qualifiers für das Grand Final der VBL qualifiziert. Dementsprechend wirst du doch bestimmt sehr zufrieden gewesen sein mit deiner Saison, oder? Dafür, dass es die erste FIFA-Saison für mich war. Ich habe ja erst FIFA 19 angefangen, überhaupt FIFA zu spielen. Davor habe ich immer PES gespielt, da auch gut unterwegs gewesen. Und dann kam das eine auf den anderen. Dass die Open, wie du schon gesagt hattest, mich in Online-Qualifier dann qualifiziert für die Playoffs, dort dann auch ins Finale kommen, beziehungsweise dann qualifiziert für die Grand Finals, wo ich dann auch Zweiter auf der PS4 werden konnte, hinter dem jetzigen Weltmeister Mo Oba. Somit kann man auf jeden Fall auf eine richtig gute Saison zurückblicken. Ja, wir haben es gehört, die beiden Jungs sind ihren Weg gegangen in der vergangenen Saison. Den Weg ist auch das HSV eSports Team gegangen und auf diesen Weg wollen wir jetzt einmal zurückschauen. Zu einer neuen VBL-Saison gehört natürlich auch ein neues FIFA. Das ist vor rund 4 Wochen erschienen, FIFA 20. Leon, wie schaut es bei dir aus? Kommst du mit FIFA 20 besser zurecht als mit FIFA 19 oder war es für dich eine krasse Umstellung? Es ist schon eine Umstellung, erst recht, wenn man vorher die FIFA-Teile nicht gespielt hat. Aber ich finde das FIFA, den Teil FIFA 20 besser als FIFA 19. Weil es etwas mehr mit Fußball zu tun hat, klar. Umso mehr Fußball, desto mehr Zufall kommt auch natürlich zustande, wenn man das so programmiert, wie EA das teilweise macht. Trotzdem ist es zurzeit der aktuelle Stand im E-Sport nicht richtig optimal. Da müsste noch etwas mehr Geschwindigkeit ins Spiel gebracht werden. Aber gut, das liegt dann auch an den Servern, die gefühlt immer schlechter werden. In Kürze startet ja die neue VBL-Saison. Wir beginnen direkt mit einem Fernsehmatch, ein Nordduell gegen Holstein Kiel. Chrissy, wie sind deine Erwartungen an den Saisonauftakt? Seid ihr heiß? Also ich denke mal, jeder von uns ist heiß, dort zu spielen und auch den ersten Saisonsieg einzufahren.
Aber man muss auch nicht vergessen, die Kulisse, aber auch, dass es im Fernsehen ist, nochmal vielleicht ein höherer Druck, aber auch größere Spannung. Und ja, ich denke, die Jungs und ich werden es ganz gut machen. Leon, auch wenn du letztes Jahr nicht mit dabei warst in der VBL, hast du ja mitbekommen, dass Werder Bremen sich dann letztendlich durchsetzen konnte, hat die Meisterschaft geholt. Wer sind aus deiner Sicht dieses Jahr, in dieser Saison, die Favoriten? Diesen Jahr würde ich wieder auf Bremen als den Favorit tippen, da durch Dr. Erhano ein guter Ersatz für den amtierenden Weltmeister ist. Somit ist leider in unserer Sicht vielleicht Bremen der große Favorit auf den Titel wieder. Chrissy, wir haben schon über das Abschneiden des HSV eSports Teams in der vergangenen Saison gesprochen. Platz 7 war sehr achtbar. Wie sind denn die Erwartungen für diese Saison? Was peilt ihr an? Also ich sag mal, es ist noch schwer zu sagen, wo es hingeht, in welche Richtung, weil halt jedes Team neu aufgestellt ist fast. Und man muss halt gucken, wohin es geht mit uns, wo wir stehen. Und die ersten Spieltage sind halt richtungsentscheidend und eben dann den entsprechenden Saisonverlauf. Leon, ihr tragt das hier schon mit Stolz, das neue HSV eSports Trikot. Wie gefällt es dir denn? Ich hatte ja auch bei der Abstimmung teilgenommen, wo die 4 oder 5 Trikots zur Auswahl standen. Da hatte ich auch auf dieses Trikot getippt, da für mich das am meisten den E-Sport symbolisiert. Gerade die Streifen finde ich sehr futuristisch auch. Dadurch finde ich das sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, Leon hat unser super cooles neues E-Sports-Trikot schon richtig gut beschrieben. Das ja übrigens von den HSV-Fans ganz aktiv mitgestaltet wurde. Und dieses Jersey haben wir dann in einem Livestream vorgestellt, und zwar mit Tim Leibold und Khaled Narey. Leon, du bist gemeinsam mit Tim Leibold gegen Khaled Narey und Niklas Heisen angetreten. Wie hat sich Tim geschlagen? Wie haben sich eure Gegner gemacht? Wie hast du das im Livestream erlebt? War ein sehr schönes Event auf jeden Fall. Tim Leibold hat man auf jeden Fall gemerkt, dass er das ein oder andere Mal FIFA gespielt hat. Der hat sehr, sehr starke Defensivleistung, wie auch im realen Leben, gezeigt. Somit, das erste Spiel ging ja direkt an uns mit einem 10-2, also sehr souverän im Überraschungsball. Und das zweite Spiel ging dann an Khaled Narey und Niklas. Relativ auch verdient, das 2-1. Somit ging die Spiele auf jeden Fall in Ordnung und hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Beide Profis sehr nett. Wir haben eben gerade über den Livestream mit Khaled Narey und Tim Leibold gesprochen. Und auch für die heutige Show haben wir, wie angekündigt, einen Stargast dabei. Und zwar Sonny Kittel, der inzwischen eingetroffen ist. Sonny, komm doch gerne dazu. Sonny, du hast direkt nach dem Release von FIFA 20 das Cover in deine Insta-Story gepostet und damit quasi alle deine Fans wissen lassen, dass du auch am Zocken bist. Wie häufig spielst du denn und wie gefällt dir das Spiel bisher? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bisher FIFA 20 noch nicht so oft gespielt habe, aber grundsätzlich bin ich schon jemand, der öfter an der PlayStation sitzt und auch viel FIFA spielt. Aber wie gesagt, bisher noch nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich gewohnt bin. Welche Modi zockst du denn so? Also bist du auch jemand, der gerne Foot spielt oder irgendwie Anstoß mit Kumpels? Oder du als Straßenfußballer, vielleicht Volta jetzt den neuen Modus? Was gefällt dir da so am besten? Um ganz ehrlich zu sein, eigentlich nur Ultimate Team, Weekend League und der ganze Kram, der dazugehört. Hab das oft jetzt in Ingolstadt, als ich da noch mit meinem Bruder zusammengelebt habe, mit ihm gespielt. Da kommt man dann schneller auf die 30 Spiele. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber wenn ich zocke und nicht mit Freunden zocke, dann nur Ultimate Team. Wir wissen ja, dass es beim HSV einige Jungs gibt, die auch gerne FIFA zocken. Hast du dich da schon mit dem einen oder anderen Teamkameraden duelliert? Und wenn ja, kannst du mal so ein bisschen durchblicken lassen, wer hat was drauf und wer sind die Leute, die man immer frisch machen kann? Also so oft haben wir jetzt im Team nicht gegeneinander gespielt, aber im Trainingslager haben wir dann ein kleines Turnier gespielt und da konnte man schon sehen, wer ein bisschen besser PlayStation spielen kann.
Und das Turnier gewonnen hat Tim Leibold. Khaled Narey war auch ganz gut. Wenn ich mich so recht zurückerinnere, waren das so die beiden Besten, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt schon grundsätzlich in jedem Fußball-Profi-Team irgendwie eine höhere Auswahl von Jungs, die eben auch FIFA spielen können. Und wie gesagt, hier haben wir noch nicht so oft gegeneinander gespielt, aber das interne Mannschaftsturnier, sage ich mal, im Trainingslager hat der Tim gewonnen. Ja, ich würde sagen, wir haben genug geredet. Wir sollten rübergehen und eine Runde zocken. Bevor wir das aber machen, haben die beiden Jungs noch was für Sonny vorbereitet. Und zwar eins unserer coolen E-Sports-Trikots. Chrissy präsentiert es einmal für euch. Das wird Sonny gleich tragen, wenn wir im 2 gegen 2 zocken. Und nachdem wir gespielt haben, wird Sonny das Trikot signieren, sodass wir es dann an euch E-Fans verlosen können. Also, lasst uns starten. Wir gehen rüber und zocken eine Runde FIFA 20. Okay, let's go. Okay. Sonny, wir zocken eine Runde Überraschungsball. Hast du das schon mal gespielt? Leider noch nicht, aber ich hoffe, das wird jetzt kein Grund sein, dass wir hier verlieren. Gott sei Dank, haben wir was gemeinsam, aber nach Ausreden suchen wir nicht. Oh. Wer war das? Wo war der andere? Sonny, ne? Oh, das war Kittel. Gut so. Boah, ist der schnell, ey. Tschüss. Spacka oder was? Oh. Sonny, was mit Kopfball da? Nicht so meine Stärke. Stark, stark. Warte mal. Pressen. Ja, das ist nur das Pressing, was wir brauchen. Schön gespielt. Einfach rein damit. Jetzt kommt ihr an. Der kommt. Und oh. Sonny liegt dabei. Ja. Das ist bitter, aber wenigstens war es der Kittel. Geht 90 Minuten das Spiel. Oh. Oh. Stark, stark. Direkt die Antwort. Auch hast du von Diego Demme gelesen, der jetzt für RB mitspielt in der VBL? Das ist eigentlich. Können gerne auch mitspielen, oder? Boom. Das war schon gemacht. Adrian Fein, stark. Mhm. Boah, ist der schnell. Oh, schießt da hin? Hinterseher. Oh mein Gott. Was war das? Verdrehen und schießen. Ja. Tor! Oh, Bocker, stark. Das ist bitter. Ich will nicht kassieren, das ist Ausgleich. Guck mal, Hinterseher. Herrlich. Boah. Oh, Boost, ey. Mhm. Oh, jetzt ist es trotzdem dreifach. Ja, kannst du Volley nehmen. Boost sind on. Boah! Was ist los? Shit. Ja. Für die macht er den dann, ne? Halt, wollt ihr aufgeben? Bist du schon immer ein FIFA-Spieler gewesen? Also schon jahrelang, auch noch zu Frankfurter und Ingolstädter Zeiten? Oder? Ja? Wenn PlayStation, dann nur FIFA. Und da dann auch immer mannschaftsintern und mit deinen Kumpels. Ja, genau. Ja. Guck mal, Hinterseher hat nochmal Bock. Oh, oh. Oh. Ja, was macht er? Wir kommen nochmal. Jetzt gibt es keinen Boost, ja? Doch. Zwei, ja. Wollen Sie uns noch hochnehmen hier zum Ende? Nope. Jungs, bitte. Bisschen mehr Respekt. Ah, schade. Glückwunsch. Gutes Spiel, danke. Ja, Sonny, 7-3 verloren. Ich würde sagen, ich nehme die Schuld auf mich. Sag mal, aus deiner Sicht, was hat gefehlt, um die Profis an der Konsole zu schlagen? Ja, ein bisschen Qualität von uns beiden, denke ich. Man hat schon den Unterschied gemerkt, dass die Jungs auf jeden Fall öfter an der Konsole sitzen als wir. Aber ich glaube, wir haben ganz gut dagegen gehalten. Würde ich auch sagen. Dementsprechend auch diese VBL-Show wieder eine richtig runde Sache. Danke an unsere beiden E-Sports-Profis. Vielen Dank auch an dich, Sonny.
dass du dabei warst. Wir verabschieden uns damit und sehen uns beim nächsten Mal.